Es ist ja eklig, wird's hier auch noch. Oh, was haben wir denn hier noch? Computer untersuchen. Was? Anbei unser neuer Tagesplan. Das Wecken erfolgt nun 15 Minuten später und die Flurwachen können die Aufgabenliste im Laufe der Woche herunterladen. Fragen oder Beschwerden bitte an mich oder Matriarchin Galilei. Gruß, Aufsehen. Wecken, Frühstück, Morgenmeditation, Hausarbeit, Mittagessen, Unterricht, Lernzeit, Abendessen, Abendmeditation, Freizeit, Nachtruhe. Okay, 2 Stunden Freizeit, wie ich das sehe. Auch Meditation ist dabei. Wandsafe, bergen wir mal 7500 Credits. Was ist das? Präzisionsgewehr, Reservemunition. Oh. Kann natürlich auch nicht verkehrt sein. So, gehen wir einfach mal hier hinten weiter. So, hier war doch irgendwo die große Halle. Unser Schild wirkt noch. Zack, drüber springen. So, jetzt wird es wieder hell genug hier anscheinend. Schade, keine Schockmomente mehr. Oh, ich glaube, wir müssen da hinten lang. Kann das sein? Aber hier haben wir noch einen Laptop stehen. Denke ich mal, dass das Laptop heißt. Oder ein Laptop darstellen soll, wie es in Zukunft, was das sein soll. Das weiß ich natürlich nicht. Kann natürlich sein, dass das die Dinger ganz anders heißen. Irgendwelche Interfaces. Oh, hast doch noch hingekriegt, Shepard. Nicht gehört. Samara. Es ist eine Weile her. Ach nee. Freut mich, Sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Sie sind bestimmt auf eigene Faust hier. Vielleicht wegen etwas Besonderem? Das stimmt. 2 meiner Töchter leben hier. Und Sie sind der Grund. Nur Ihre Entschlossenheit. Sind Ihre Kinder denn eine Bedrohung? Wir haben Ihre andere Arad-Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und Sie sind hier, um sie zu retten? Ich habe die Verantwortung für Sie. Und das gilt auch, wenn... Gut, dann helfen wir natürlich bei der Suche. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen Ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht Ach so, die gesehen. Töchter, nicht Shepard. Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ja, okay, viel Spaß dir. Halt! Boah, ich hätte gesagt, viel Spaß. Shepard sagt natürlich halt. Plus 2 Vorbild erstmal. Oh, schon wieder ein PDA. Gut, können wir das jetzt mitnehmen, oder? Nee, dann lass es labern. Ich dachte, wir sollen irgendwas übergeben auf eine, die auf das Citadel ist, aber ist wohl nicht so weit vorgesehen hier. Gut, dann halt nicht. Eine isolierte Festung. Die Arad-Yakshi müssen geglaubt haben, hier vor dem Krieg sicher zu sein. Sofern sie überhaupt davon wussten. Jetzt ja. Wissen sie es. Gehen wir erstmal runter. Unser Schild hält immer noch, das ist erstaunlich. Hält sogar eine ganze Zeit, dass man es nicht ständig neu reaktivieren muss. Schon mal super. Wo müssen wir jetzt lang? Da unten? Da hinten? Wow! Was? Wo? Ach da! Was ist das denn? Banshee! Wow, wie sieht das aus? Ist das Teil hart, ey? Okay, sowas kann auch nur den Reapern entspringen. Teufelsbrunst. Boah, aua, das trifft ja auch noch ständig. Das bekommt jetzt erstmal ein paar Headbutts hier.
So. Wow, wow, wow. Das zerfällt auch noch. Ich wollte es untersuchen. Benji, Codex aktualisiert. Interessante Viecher. Ach du Heimatland. Da hinten geht es ja wieder zu. Kannibalen. Ah, die sind aber einfacher zu erlegen wie die Benjis. Da kommen wir noch mehr. Alles Kannibalen. Das gibt's doch nicht. Die kriegen unser Fleisch nicht. Das steht schon mal fest. Ach, der lebt nicht mehr. So, der auch nicht mehr. Das war mal eine Person. Eine Asari. Wo bist du denn? Was war eine Person? Ich habe hier keine Person liegen sehen. Also immer mit der Ruhe. Zack. Mal aufladen, dass wir frisch sind. So. Ach, da hinten liegt auch noch Munition. Und wir haben ja mittlerweile alles. Dann gehen wir mal in die große Halle rein und schauen mal, was wir dort noch antreffen. Na, komm schon. Komm schon. Shepard strengt sich auch an. Wow. Mutter, du bist da. Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Arad Yakshi. Sie... Mutter, sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Aha, die sie Benjis. Sie verwandeln uns in... Das da. Monster. Die Adas Yakshi sind bitte unschuldig. Das darf mit Rila nicht passieren. Die Asari dachten, die Adas Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Adas Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie. Ja, gut. Ja, das glaube ich natürlich. Unter diesen Umständen. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemanden geholfen. Falair? Ja. Tut mir leid. Bei solchen Situationen gehen die Nerven schon mal durch. Falair! Na toll, die können einfach runterfliegen. Und ich muss wieder Treppen laufen. Cheetah sind das. Können einfach fliegen. Wir sind doch hier nicht bei Peter Pan. Oh, da ist eine Tür. Ah, oh. Ein Benji. Könnten wir doch eigentlich gleich sezieren und untersuchen. Geht wieder nicht. Was haben wir hier? Wusste ich doch, dass man hier noch was hat. Ein Computer. Okay, okay, was haben wir da eigentlich? Wollte ich nochmal gucken. Ach, Adrenalinstoß. Seien Sie der schnellste Kämpfer auf dem Schlachtfeld. Verlangsamen Sie den Kampf und die Zeit. Ah, okay. Destruktor-Munition setzen Sie Barrieren und Schilde. Frieren Sie ungeschützte Gegner ein und zerschmettern Sie bei verlangsamten. Ah, okay, dass ich mal hier mit den. Dass ich mal hier mehr wahrscheinlich mit diesen ganzen Fertigkeiten umgehe, die wir haben. Das Einzige, was ich ja immer nutze, ist die Feuermunition, die Flammen. Und den Rest habe ich bisher so gut wie noch nie benutzt. Ist eigentlich schade drum, wenn man es hat, kann man es doch zur nehmen. Man bräuchte ein Brecheisen, um diese Türen aufzukriegen. Okay, ja, dann doch der andere Weg. Den hätte ich nämlich auch als erstes gewählt, aber ich wollte nochmal gucken, ob es hier hinten was gibt. Also rennen wir mal fix im Kreis. Zack. Oh, okay. So, dann wir Kannibalen und ein Benji. Oh ne, Marodeur ist das. Nicht mal ein Benji.
So, der Marodeur ist schon hin. Das ging ja schnell. Boom! Schakalaka! Ach, wollte ich schon fast auf dich schießen, Javik. Du sahst nämlich gerade aus wie einer von denen. Das möchte ich natürlich nicht unterstellen. So, da geht's rein. Da gibt's bestimmt was, wenn's hier reingeht. Was? Saris Council Schulterschutz. Oh. Ja, so viel zum Thema Rüstung. Oh, Disciple. Eine neue Waffe. Ja, ändern wir mal. Das ist, müsste die hier sein. Ach, das ist eine Schrotflinte, oder wie? Ja, unsere Schrotflinte haben wir sowieso nicht richtig benutzt. Was haben wir da jetzt? Ach, das hier ist unsere aktuelle jetzt. Okay. Das ist die neue, die Disciple. Die hat viel weniger Gewicht, mehr Kapazität, weniger Schaden, weniger Präzision. Okay. Die sind aber alle so schwach. Das ist ja unsere übelst stark dagegen. Lassen wir die. So, Disciple, okay. Wahrscheinlich so eine Mischung aus Schrotflinte und Pistole irgendwie. Ja, hätte man eigentlich auch mal ausprobieren können, aber okay. Solange ich hier meine Mad-Dog immer nur benutze, passt das ja. Mit der kommen wir ja hier super klar, wie es aussieht. Oh, unsere Brand ist schon wieder aus. Unsere Brandmunition aktivieren wir sofort mal wieder. Ach, hier geht's runter. Na, da geht's auch noch rein. Kann sein, dass wir da wieder neue Rüstungsteile finden und wir müssen die wirklich mal anziehen, hey. Das kann ja nicht sein. Wow. Wandsafe. Ja, immerhin 5000 Credits gibt's hier. Was? Jetra. Ich habe die diesjährigen Kandidatin für begleitete Besuche auf Tessia durchgesehen. Ich genehmige alle bis auf Janis. Sie ist impulsiv, raffiniert und, was am schlimmsten ist, eine Romantikerin. Och. Eine schlechte Kombination können wir gar nicht aus unseren Mauern nach draußen lassen. Ich finde es verdächtig, dass sie überhaupt auf der Liste stand. Wir sollten dem nachgehen und hoffen, dass das nicht auch von Janis manipuliert wurde. Es kostet sehr viel Zeit und Mühe, die Regierung von Tessia zu überreden, dass unsere besten Schülerinnen ihre eigene Heimatwelt besuchen dürfen. Solange Janis nicht erwachsen wird, gehört sie jedenfalls nicht dazu. Okay. Schade. 20 Erfahrungspunkte wieder. Und was steht hier? Ich habe das neue Mädchen eine Zelle sperren lassen. Die Justikarin, die sie zu uns gebracht hat, Justikarin Fora, sagte, sie habe Probleme gehabt, die Gefangene zu überzeugen, dass ihre Verbringung ins Kloster notwendig ist. Das könnte erklären, warum das Mädchen ihre Wachen angegriffen hat. Sie kann von Glück sagen, dass Fora dabei nicht zugegen war. Der Kodex der Justikarinnen hätte eine Hinrichtung erfordert. Ich werde andere Justikarinnen befragen, wie weit Fora bei der Anwendung des Kodex gehen darf. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Gefangenen völlig verängstigt hier ankommen, aber es war mit Sicherheit das letzte Mal. Aha. Oh, hier. Ach so, Waffenmodstation. Ne, meine Waffe möchte ich jetzt nicht wechseln. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich die behalte. Der Meinung bleibe ich auch. So, und jetzt müssen wir doch hier in der großen Halle sein, nicht wahr? Okay, okay. Irgendwo geht's los. Da vorne. Da vorne geht's los. Wow, die kommen alle von der Seite hier. Was geht denn da los? Ach, nicht so ein Teil schon wieder. Hier könnten wir unseren zweiten Skill aktivieren. Die Zeit verlangsamen. Boah, den Teil können wir nicht mal ausweichen, oder? Boah, was geht denn mit dem ab? Boah, nein, hier sind ja noch mehr. Zack, Medipack einsetzen. Zack. Machen wir erstmal den hier platt. Wow. 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 Okay, okay. Okay. Wow. Ja, 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 ja. Kümmern wir uns erstmal um diese Köpfe da. Dass die uns nicht von hinten befallen. Was? Linke Taste mit Umschalt Gruppe heilen. Das habe ich auch nie gecheckt. Mit links Gruppe heilen. Ja, hallo? Gruppe heilen. Wo haben wir das denn? Adrenalinstoß. Belebt ein gefallenes Gruppenmitglied und stellt einen Teil von Shepherds Gesundheit wieder her. Ach so, das meinen die. Jetzt. Das hat wohl funktioniert. Ah, hat funktioniert. Sehr gut. Also es müsste doch auch gereicht haben, wenn ich die Taste 1 gedrückt hätte. Das ist das gleiche eigentlich, wie wenn ich es mit Maus aktiviere. So. Ach, haben wir es schon geschafft. War ja doch einfacher wie gedacht. Naja, ich habe ja auch nicht allzu viel
gegen den Banshee beigetragen. Das haben ja die beiden erledigt. Ich habe mich ja um das Kleinvieh gekümmert sozusagen. Naja, Hauptsache es ist erledigt. Na komm schon, wieder anstrengen. Ach. Sieht auch nicht schlecht aus hier. Diese Wasserreflexionen. Sehr beruhigend. Was haben wir hier oben? Aha, aha. Nichts zu holen anscheinend. Und das hier muss die Bombe sein, oder wie? Asari-Leiche. Ach so. Das. Noch eine tote Elite-Soldatin. Die Asari hätten die Adat Yakshi beseitigen sollen. Mit beseitigen meinen sie töten. Mein Volk hätte nie zugelassen, dass solche Monster unter ihnen leben. Sie machen wohl keine Konkurrenz. Die einen sind eben härter, die anderen nicht. Sturmgewehr, Präzisionsfernrohr wieder. Auch nicht schlecht. Das da oben scheint alles nicht interessant zu sein. Ich dachte schon, das hier wäre die Bombe. Das sieht aus wie die Bombe. Irgendwie. Naja, man kann sich auch täuschen. Können wir den benutzen? Nein, wir müssen einfach durchgehen. Wie es scheint. Fahrstuhlsteuerung. Ach. Aktivieren wir das Ganze mal. Wir können ja alles reparieren. Shepard ist ja Allround-Techniker. So. Ah, da ist die Bombe. Und Samara wartet schon da, wie es aussieht. So. Und die sehen alle gleich aus. Wir haben unsere Bombe. Und Valer. Rila, mach auf! Valer, Rila hört uns nicht. Sie doch, sie lebt noch. Ich weiß. Aber es geht Rila nicht gut. Rila ist doch keine von ihnen. Na, entschärfen wir erstmal die Bombe. Sie muss nur aufwachen. Rila? Rila, hör ich ahne nichts Gutes eigentlich. Ah, sieht nur normal aus. Oder? Nee, ist doch nicht normal. Ja. Na, die war ja schnell K.O. Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Wir brauchen einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Och nein. Zack, mal wieder die Zeit anhalten. Und erstmal auf das Hauptviech gehen, würde ich sagen. Boah, das beamt sich die ganze Zeit. Boah, das ist ja aber... Aua, wieso kann ich mich da nie wehren gegen das Teil? Hör auf, die so rumzubeamen hier. Echt ganz verrückt und kirre. So, da ist keiner mehr. Zack, 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 zack. Wow. Das Teil, wie es immer alles gleich wegsprengt. Boah, jetzt bin ich ausgewichen. Haha, guck mal einer an. Boah, zwei oder was? Ne, ne. Hör mir auf. Gruppenmitglieder beleben. Hör mir auf, hey! Aua! Das gibt's doch nicht. In den Schritt, in den Schritt! Komm schon! Boah! Jetzt brauche ich ein Medipack. Ja, nee, ist klar. Boah, ist klar. Boah, aua, aua, aua. Ja, euch beschützt ihr und Shepard lasst ihr hier draußen rumrennen. Teamkameradschaft, sage ich mal. So, einer ist erledigt. Aua. Doch die zweite bleibt noch. Kopfschüsse helfen aber auch nicht viel. Zack, Zeit verlangsamen. Nutzen wir die anderen Skills mal, die wir haben. Und zack.